Tanja Brenner hatte eigentlich gedacht, dass sie ihr Kind wieder in der Geburtshilfe am Krankenhaus Illertissen zur Welt bringen könnte. Schließlich hatten die Bürger für deren Erhalt gestimmt. Der Bürgerentscheid ist Monate her, die Geburtshilfe immer noch geschlossen, der Kreistag diskutiert. Und Tanja Brenner muss zur Geburt eine halbe Stunde nach Memmingen fahren. Man liest immer mal wieder in der Zeitung ein Gutachten über das andere Gutachten. Und ja, ich hatte eigentlich schon gedacht, dass es bis dahin wieder aufmacht. Und bin schon ein bisschen enttäuscht, ja. Die Geburtshilfe ist mit dem Krankenhaus Illertissen Teil der Kreisspitalstiftung, deren Defizit ist hoch. Gutachten sagen voraus, eine Geburtsklinik in Illertissen würde ebenfalls Defizit machen. Und für sie müsste eine Chirurgie in Illertissen aufgebaut werden, das schreiben die Standards jetzt vor. Das sind eine Menge Hindernisse. Und zwar wegen Fachkräftemangel, wegen der hohen Investitionskosten, wegen der Leitlinienkonformität, die vielen Geburtshilfen in Bayern und in ganz Deutschland erhebliche Probleme bereitet. Und darum geht es, und das zu prüfen, das steht weiterhin an und das werden wir jetzt tun. Darüber, wann eine Geburtshilfe, ob eine Geburtshilfe in Illertissen unter den heutigen Umständen geht und wann sie in Betrieb gehen könnte, dazu kann heute niemand etwas was Verlässliches sagen. Wem folgt der Landkreis? Den Sachzwängen oder dem Bürgerwillen? Für Tanja Brenner heißt das eine lange Fahrt zur Geburt.